Und weiter geht's mit der Quest Die Ritter. Kehre zu Sokrates zurück. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey, Leute. So, Cleon hat ganz schön was abbekommen in der letzten Folge. Und ich denke, dass sich das Volk langsam aber sicher gegen ihn auflehnen wird. Und er damit hier nicht mehr zum Alleinherrscher wird. Aber das schauen wir uns jetzt an. Mal schauen, ob es jetzt hier in die Richtung heute noch recht viel weitergeht. So, servus Leute. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt schauen wir mal. 42 schon vom Level. Es geht langsam dem Ende zu. Also wir werden sicherlich noch einige Folgen haben. Aber 50 ist ja eigentlich Max-Level. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon weitergeht bis 70. Habt ihr irgendwas in den Patch-Notes gelesen? Aber wie gesagt, mal schauen. Mal schauen, wo der wieder ist jetzt hier. Wo sind sie? Also, was jetzt? Das Stück war ein großer Erfolg, wie ich es geahnt hatte. Und zusammen mit dem Beweis, den du auf der Pnyx vorgelegt hast, hat Cleon viel von seiner Popularität verloren. Nun will er nach Amphipolis, um sich zu rehabilitieren. Kassandra, Brasidas hat mich geschickt. Er lebt und ist wohlauf. Wo ist er jetzt? Amphipolis. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Wenn du ihn vor mir erreichst, sag ihm, ich bin auf dem Weg. Also, was wirst du jetzt tun? Cleon töten? Brasidas helfen? Ach komm, leg den um. Cleon wird sterben. Das ist unsere Chance. Der Plan funktioniert bereits. Der Tod darf nicht vorzeitig kommen. Auch nicht zu jemandem wie Cleon. Doch, genau zu ihm sollte der Tod frühzeitig kommen. Nicht alle verdienen es, alt zu werden, Sokrates. Und du entscheidest, wer es verdient? Dieses Mal, ja. Dann gute Reise. Okay. Okay, wenn wir erstmal zu Brasidas. Ach du Scheiße. Der ist da oben. Wo soll ich denn da hinkommen? Phobia, das Beste wäre, wenn wir jetzt hier lang gehen. Und dann dort hier oben hoch. Machen wir so, würde ich sagen. Warte mal, wir können jetzt gar nicht synchronisieren. Und wir können noch hier auch dann abgeben, glaube ich. Wo war denn die? Irgendwo war hier zum Fell abgeben. Hier war die. Okay, wir können auch nicht synchronisieren. Ich glaube, wir müssen erst aus dem Haus raus. Schauen wir nochmal, dann können wir gleich das Fell abgeben. Genau, dann gehen wir gleich das Fell ab und dann porten wir direkt nochmal. Wir hatten ja den legendären Bär getötet. Und seit der Folge hatte ich es noch gar nicht abgegeben.
Bestienbezwingerin. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Das Fell der Bären Callisto. So gern hätte ich diese Kreatur in der Wildnis erlebt. Sie war sicher wunderbar anzusehen. War sie. Doch auf dieser Welt gibt es noch andere, die von großer Schönheit sind. Und wild? Wo läge denn sonst der Reiz der Jagd, frage ich dich. Die nimmt auch alles mit. Okay. Ist aktuell schlechter wie unseres. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier hoch. Und dann machen wir uns hier rüber. Und nehmen natürlich auf dem Weg Aussichtspunkte und Fragezeichen mit. Damit wir dort auch dann wieder eine Portmöglichkeit haben. Gut. Dann bitte einmal markieren. Was ist das für ein Level überhaupt? 42 ist genau unser Level. Ich denke mal, dass jetzt dann bald wieder knapp werden wird. Mit Stufen. Dass wir vielleicht bald wieder ein bisschen leveln sollten. Bildmachgerät an, Leute. Das vergesse ich jedes Mal. Sorry. So, wenn wir das Gebiet dann aufgedeckt haben, dann schauen wir auch gleich mal nach Aussichtspunkten. Scheint ein Lager zu sein. Aber es kommt irgendwie bekannt vor hier. Deckt jetzt hier. Ja. Okay. Okay, wir sind jetzt in dem Gebiet. Los. Komm schon.
ob wir schon einen Punkt haben. Immer noch nicht. Und los. Los. Oh, hier haben wir einen Punkt. Und los geht's. Na los. Auf jeden Fall schon hochreiten. Ella. Geiles Gebiet. Schon wieder. Wir werden bestimmt noch für die Quest rennen müssen. Ja, Cassandra, du kannst schneller reiten. Okay, dann haben wir einen Aussichtspunkt. Ich denke, man wird da oben sein. Mit dem Tempel da oben. Haben wir jetzt erstmal schnell den Punkt. Irgendwas haben die mit dem Patch gemacht. Das ist bei mir irgendwie so komisch. Ganz kurze Standbilder habe. Hat die vorher nicht, muss ich sagen.
Dinge sind echt wichtig, diese blöden Aussichtspunkte. Wenn du auf der ganzen Welt über auf der Insel das Zeug hast, kannst du halt porten, wie du lustig bist, und brauchst du hier immer so viel mit dem Schiff fahren. So, okay. Schauen wir mal dahinter. Hier haben wir auch einen Schmied. Können wir mal unser Zeug verkaufen? Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Wir verkaufen erstmal alle Handelsgüter. Okay. 16.000! Fuck, warum haben wir so wenig? Weil ich Schiff vielleicht vorher aufgetunt habe? Eieiei. Verkaufen wir mal hier ein bisschen was. Ein Kohle kriegen. Mich wissen, wenn du etwas brauchst. Sorry, ich muss jetzt schnell mal ein bisschen zerlegen, dass ich wieder ein bisschen Material auch bekomme. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwas machen könnten. Okay, hier können wir nichts machen. So, hier können wir schon zerlegen. Glaube ich auch einiges. So, okay. Wir bräuchten eigentlich ich glaube, da warte ich vielleicht noch. Hä? Was kann ich dir bringen? Der drinne für einen Skin. Phobos. Ferti, hütti, hü. Was kostet das? 1250. Bis bald dann. Okay, können wir speichern einmal? Okay, er speichert schon. Gut, dann schauen wir mal, was Brasidas zu erzählen hat. Brasidas, du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hab das auch ein Kultist. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Kleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Du verschweigst mir irgendwas. Das ist komisch. Ich bin wegen Kleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet.
Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malaka. Heute geben wir alles, was wir haben. Geben nicht auf. Yes. Bisschen pisst ist er. Was macht die denn? Oh, sie ist Schlacht. Schlacht! Wir sind Sparta. Yeah.
Na, jetzt kommt ja schon wieder. Wirklich down. Scheiße. Du nimmst immer alles so persönlich. Scheiße. Scheiße. Nun, zu deinem Pech ist er das. Es ist noch nicht zu spät. Komm auf unsere Seite. Das ist nicht das Problem. Du kannst dich hier nicht rausreden. Lass mir doch meinen Frieden. Du bist... Bitch. Cassandra, komm schon. Sei gnädig. Du brachtest ihn gegen uns auf. Meinen eigenen Bruder. Wir bauten Deimos auf. Wir machten ihn groß. Unaufhaltbar. Jetzt ist er ein Monster. Dann kämpf an seiner Seite. Lehre ihn. Du könntest wieder mit Deimos vereint sein. Sein Name ist Alexios. Ich bitte dich. Die Welt ist geteilt, Cassandra. Und wir vereinen sie. Halt dein scheiß Maul. Meine Hände sind leer. Hab Mitleid. Stirbst, wie du gelebt hast. Wie ein Feigling. Ich bin noch nicht fertig. Man wird mich nicht vergessen. Du bist die Erinnerung nicht wert. Wissen, dass Cleon nun tot ist. Und Brasidas. Ich hätte schneller zu Deimos kommen sollen. Tut mir leid, mein Freund. Okay, haben wir schon wieder einen. Die Rückeroberung Athens. Und wir haben einen Bogen bekommen. Oh, der ist gut. So, okay. Quests. Oh, da kriegen wir ein komplettes Set, oder was? 10.000 Meter. Wir wollten nochmal schauen auf die Fähigkeiten. Mir wird bald nichts mehr anderes übrig bleiben, dass ich jetzt doch bald mal auf dem Bogen was skill. Thank you.
Okay. Gut, was haben wir hier im Inventar noch? Das Phobos-Skin. Okay. Gut, dann schauen wir auf die Karte. Wir müssen reisen, denke ich. Okay, wo ist sie denn? Oh, hier unten. Okay, dann würde ich sagen, einmal porten. Gut. Das ist da oben im Gebirge. Ich mache mich unsichtbar. Unsere Rüstung ab, bitte. Tummeln die da rum. So. Komm schon, komm. Ja, aber was stecken hier im Wald? Mein Kind, du warst so lange fort. Rasidas ist tot. Nein. Demos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meinem Sohn? Leon schoss Demos einen Pfeil in den Rücken. Die Wunde sah nicht tödlich aus. Er könnte noch leben. Malakas, Kleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät, Martha.
Die Schlange schwimmt bereits im Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha, es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen. Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für allemal. Ich komme mit dir. Okay, bin gespannt, was da oben passiert. Hier hat sich alles verändert. Alter, wer ist denn das? Es ist, als wäre ich nie fort gewesen. Das ist doch Deimos oder Alexios. Alexios! Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Der schielt ein bisschen. Alexios! Bitte. Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Alexios, komm zu mir. Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie? Heim. Der Kult ist meine Familie. Das Schlachtfeld mein Zuhause. Ich sagte doch, Martha, es ist zu spät. Es ist zu spät? Sagtest du das zu Martha? Warum sagst du ihr nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in dieser Welt. Und du bist nur eine Söldnerin mit einem zerbrochenen Speer. Der Kult bestimmt über dein Schicksal, aber du brauchst ihn nicht. Gemeinsam können wir ihn vernichten und der Welt wieder Frieden bringen. Frieden. Und was unter Helios würdest du mit dir anfangen, wenn Frieden herrscht? Ziegen melken? Sieh dich an, mächtige Söldnerin! Du profitierst von diesem Krieg ebenso wie ich. Du willst keinen Frieden. Du willst dich nur nicht mit mir auseinandersetzen. Was ich will, was ich immer wollte, ist meine Familie. Als ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien. Und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich sah zu, wie die Löwin meinen Freund zerfleischte. Sogar bei den wilden Bestien. Schützt die Familie. Ihre Jungen! Ich liebte dich! Und tue es immer noch.
Der, den du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du kommst mir nicht in die Quere. Alexios, hör mich an. Du bist mein Bruder. Damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht nochmal. Gehörte unserem Großvater. Du bist daheim. Ich hab Schlimmes getan. Wie wir alle, Alexios. Du kannst niemanden beschützen. Nicht wahr? Vielleicht hätten wir damals beide sterben sollen. Aber... Nein! Ich dreh durch. Die Götter sind grausam. Ja! Ich wollte dich retten! Hör auf, in der Vergangenheit zu leben! Jetzt kommt dein Tod! Du hast dieser Familie zum letzten Mal wehgetan! Genau das ist falsch. Der Schmerz beginnt gerade erst.
Arschloch. Scheiße. Ich hoffe nicht, dass es jetzt aus ist. Ich will nicht, dass es aus ist. Wie war der Flug? Ist nicht aus, Gott sei Dank, aber oh, schade, dass jetzt unsere Mutter auch noch tot ist. Mein Gott. Fehlt nur der Helm hier, oder was? Mann. Okay, wir sagen, wir gehen nochmal hier rein.
Es ist komisch, wieder in diesem Haus zu sein. Es ist kleiner als in meiner Erinnerung. Und leere. Wenigstens sind wir noch hier. Nun, das war nicht so schlimm, oder? Es wird nie wieder wie früher sein. Ich dachte, es könnte. Doch so einfach ist das nicht. Man kann nicht durch die Augen der Götter sehen. Sie haben einen Plan. Könnten wir es, wüssten wir immer, was zu tun ist. Ich glaube, die Götter haben damit nichts zu tun, Barnabas. Ein Krug ist nur so stark wie sein Töpfer, Cassandra. Krüge sind leicht zu zerbrechen. Denk immer daran. Wer auch in dein Leben tritt, ich bin bei dir. Und die anderen erwarten uns auf dem Schiff. Bin gleich hinter dir. Das Ende einer Odyssee. Sind wir jetzt fertig? Wir sind fertig. Okay, das nächste wäre jetzt praktisch die Kultisten töten. Können wir im Schiff was machen? Oh, Nikolaus. Ich mit Sokrates auf dem Friedhof von Athen. Okay, Leute, bevor wir das aber machen, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und machen natürlich in dem Spiel weiter. Ich will ja die ganzen Kultisten und so auch noch erledigen. Ich weiß nicht, wir haben noch keinen Abspann gesehen, also ist für mich das Spiel noch nicht vorbei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß an meinem Kanal und vor allem auch mit den anderen Let's Plays. Schaut da auch ruhig mal rein, würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.